Ja, wie war die Situation für die Galerien damals, als sie anfingen? Hervorragend. Einerseits, wenn man irgendwie was zu bieten hatte, was neu war für viele, beziehungsweise was man mehrere Jahre so hat nicht sehen können. Moderne Kunst, wissen wir, war nicht gut gelitten unter den Nationalsozialisten, um es mal euphemistisch zu sagen. Man hatte Räumlichkeiten, das war damals auch ein echtes Problem. Also ich meine, die Galerien, das war auch alles relativ bescheiden und beengt, häufig auf der Etage oder einfach in Privatwohnungen. Übrigens bis weit in die 60er, 70er Jahre hinein, ne? Also Galerien in Privatwohnungen, wo dann irgendwie eine Schlafcouch war, wo dann abends der Galerist seine Laken ausgebreitet hat. Das waren die Umstände damals, ne? Aber gut, man hatte diese Räume. Museen hatten die lange Zeit nicht. Andere Institutionen, Künstlervereinigungen, Sezessionen, die es irgendwie zu Jahrhundertbeginn gegeben hatte, das war alles nicht. Und die Galerien hatten das so. Also das ist irgendwie schön, eine gute Ausgangssituation, aber andererseits eine absolute Not- und Mangelzeit, ne? Wo einfach ein Großteil der Bevölkerung, muss man ganz ehrlich sagen, die hatten schlichtweg andere Sorgen. Viele hatten auch einfach nicht den Zugang zu moderner Kunst, gerade bei Jüngeren, die doch ja, 12-jährige Indoktrination unter den Nationalsozialisten hatte auch ihre Folgen gezeitigt. Also das war auch alles andere als einfach. Und die Galeristen konnten einerseits in gewisser Hinsicht aus dem Vollen schöpfen, indem sie einfach viele Künstler zum Wiedersehen oder dem Publikum zum Wiedersehen mit vielen Künstlern verhelfen konnten, die einstmals bekannt und in ihrer Qualität bestätigt waren. Das ging alles, aber wenn es dann um die Vermittlung von Kunst ging, im Sinne davon, dass man im Prinzip jemanden vom Betrachter auch zum Käufer machte, das war dann schon etwas schwieriger. Da war man gezwungen, auch als Galerist sich ein tragfähiges, ich sag das mal so, etwas neudeutsch Geschäftsmodell einfallen zu lassen. Ne? Und das bedeutete auch in den ersten Jahren, dass man auch die Galerie mit anderen Dingen verknüpft hat. Also was relativ typisch ist, sind Bücher und Kunst, also meist Bücher und Grafik, wo dann, wenn das mit der Grafik funktioniert, dann hängt man irgendwie Ölgemälde dazu. So eine Geschichte gibt es. Es gibt die Galerie Anja Bremer, die hat in den ersten Jahren in der Privatwohnung irgendwie schöne und vielbeachtete Ausstellung gemacht, aber das war so schwierig, selbst nach einigen Jahren noch, dass Anja Bremer sich Mitte der 50er Jahre entschied, mit einem Umzug der Galerie gleichzeitig auch abends eine Bar zu betreiben. Ne? Also vorne Galerie, hinten hinterm Vorhang eine Bar, wo sich dann halt auch entsprechendes kulturell aufgeschlossenes Publikum gerne getroffen hat. Ne? Aber was im Prinzip den Betrieb der Galerie ermöglichte. Ne? Es gab Walter Schüler, hat sich so ein Abonnementsystem einfallen lassen, wo man im Prinzip drei Bilder mitgenommen hat, jeden Monat eine Rate bezahlt hat und am Ende hat man dann eines der Bilder irgendwie behalten dürfen. Wobei Bilder heißt dann immer, meistens arbeiten auf Papier, kleine Formate, weil anderes war einfach nicht drin, um in die Breite der Berliner Bevölkerung zu verkaufen und irgendwie zu Einnahmen zu kommen. Das war die
Situation damals. Ja, will ich mal. Direkt eine Rückfrage. Wenn man heute, glaube ich, wenn wir Galerie hören, ist das ja ein, oder ein anderer Begriff dafür, für uns in erster Linie Kunsthandel, also etwas Wirtschaftliches. Der Name sagt es ja schon, Sie haben es ja auch schon beschrieben, dass damals natürlich auch das Wirtschaftliche eine Rolle spielte. Irgendwovon mussten die Galeristen, die Unternehmer ja auch leben. Aber können Sie irgendwie was sagen, wie quasi das Verhältnis war, ich sag mal, die Bildungsarbeit, die Vermittlungsarbeit, die Menschen nach 12 Jahren nationalsozialistischer Kunst- und Kulturpolitik überhaupt erstmal wieder an eine andere Kunst und Kultur heranzuführen? Also wie stark war quasi das wirtschaftliche Moment oder überwog quasi dieses Bildungselement? Also zu dem, was ich Galerie nenne, es gab eine Vielzahl an Unternehmungen, wo man irgendwo mit dem Handel, mit den Dealen von Kunst zu Geld kommen wollte. Heerscharen gab es davon. Wenn Sie irgendwie Telefonbuch, Adressbuch des Jahres 1947 aufschlagen, finden Sie ganz viel Kunsthandlung, ganz viel Galerie. Auch häufig Sachen ohne Ladengeschäft. Ne? Gab eine Menge an Leute, die aus der Not heraus irgendwie eine schnelle Mark machen wollen. Und das, was da als Kunst verkauft wurde, das ging dann sicher so in den Schwarzmarktbereich rein, in Richtung Trödel oder Altwarenhandlung. Da gab es viel von, das muss man auch irgendwie moralisch irgendwie gar nicht beurteilen, da hat auch niemand gefragt, woher, wohin. Die Leute, die wir heute Galerien nennen und die auch irgendwie noch bekannt sind, weil sie Spuren hinterlassen haben in der Tagespresse, weil sie im Prinzip zu Partnern für Museen beispielsweise wurden, das waren tatsächlich Leute, die natürlich irgendwie überleben mussten, aber die trotz allem irgendwie einen idealistischen Anspruch hatten, wo einfach tatsächlich die Vermittlungsarbeit eine Rolle spielte, indem man eben Ausstellungen gemacht hat. Die Ausstellungen dienten natürlich dazu, auch wahrgenommen zu werden, aber man hatte natürlich auch den Anspruch, bestimmte Künstler, bestimmte Richtungen dem Publikum wieder nahezubringen. Das kann man schon sagen. Und wenn es darum gegangen wäre, irgendwie mit Kunst irgendwie Geld zu machen, ich glaube, das hätte man ab einem bestimmten Punkt auch einfacher haben können. Also ich glaube, wenn Sie beispielsweise Galerie Walter Schüler, wenn Sie sich das ansehen. Der hatte nach 2, 3 Jahren hat er irgendwie eine gewisse Bekanntheit. Er hat an Museen verkauft, zum Beispiel nach Halle, aber auch an die Berliner Museen. Der hatte irgendwie so seinen Namen, der war irgendwie als Händler irgendwie anerkannt, aber er hat irgendwie weiter Ausstellungen gemacht. Und er hat sich in den 50er Jahren dann auch an Dinge rangewagt, die beim Publikum anfänglich nur schwer vermittelbar waren, also das informell beispielsweise, also ungegenständliche Kunst, das war damals ganz schwer verdaulich für große Teile, so hat er trotzdem gemacht, ne? Und hat nebenbei diese Abonnementausstellung noch gehabt, um sich irgendwie zu finanzieren. Ja, mir ist sozusagen noch eine dritte Instanz neben den Museen und den Galerien jetzt so im Zuge. Mir ist noch eben eine dritte Instanz eingefallen, die punkto Umerziehung sozusagen auch ganz wichtig ist. Das sind die Amerika-Häuser und auch das Maison de France zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt in der sowjetischen Besatzungszone war. Aber das waren Häuser, die standen allen offen, der ganzen Bevölkerung. Darin gab es Bibliotheken, da wurden Konzerte und Lesungen etc. veranstaltet. Und das war eigentlich, glaube ich, von der Administration her die offizielle Vermittlungsschiene. Und in unseren punktuellen Recherchen jetzt auch zur Ausstellung und zum Katalog haben wir aber festgestellt, dass die Kulturoffiziere in den Galerien durchaus aufgetaucht sind und das durchaus auf dem Schirm hatten, was da lief.
Und das, was man auch so ein bisschen, finde ich, betonen sollte, dass die Galeriearbeit und das, was zum Beispiel Gerd Rosen gemacht hat, also Gerd Rosen ist im Grunde jetzt mal Stellvertreter, ja, das war skandalös auf eine Weise. Also die Frage nach der Hoffnung, die ja auch im Titel sozusagen dieser Veranstaltung ein bisschen durchschimmert, ist, was haben sich die Menschen denn damit sozusagen auch oft auf kultureller Ebene, ne? Wenn das ein Skandal war, wir wissen das heute sehr zu schätzen, wir möchten das so, aber das war nicht breitenwirksam, die Kunst, die in den Galerien ausgestellt wurde. Jedenfalls nicht in den Galerien, die wir jetzt benannt haben, richtig? Nein. Ja. Das wäre auch, es wäre, glaube ich, aber auch eine vergebliche Hoffnung gewesen, da wirklich die Mehrheit der Bevölkerung zu erreichen. Das war letztlich die Erbauung einer Minderheit, einer gut gebildeten Minderheit, so würde ich das nennen. Herr Bauer Friedrich, Sie haben das ja jetzt augenblicklich auch für Halle auch erforscht oder sozusagen erweitert den Blick. Wie war denn die Situation auch für die Galerien hier oder die Situation, ist das hier schon möglich? Ach naja, ich bin vielleicht auch ganz laut und dann muss ich es um mich halten. Probier mal. Also die Situation in Halle. Ja. Also ein ganz wesentlicher Punkt, der vielleicht jetzt ein bisschen auch eure Rathen tragen ist, aber ich weiß nicht, inwiefern es Ihnen wirklich mal aktiv bewusst ist, der mir und uns auch jetzt in der Vorbereitung der Ausstellung wirklich eklatant bewusst geworden ist, eben diese andere Situation in Halle verglichen mit den meisten anderen deutschen Großstädten, dass wir eben hier wirklich diese fantastische Situation hatten, dank des Agierens wesentlicher Personen im April 1945, dass diese Stadt nicht zerstört wurde. Und ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen, dass dadurch eigentlich eine Situation, eine Sondersituation in Halle herrschte, dass man mehr oder weniger kontinuierlich weiterarbeiten konnte. Natürlich unter neuen Vorzeichen, aber jetzt ist er weg. Aber Sie haben ja die Fotos gesehen und kennen Sie ja auch alle. Dresden war zerstört, Berlin war zerstört, Mannheim zerstört. Also in den meisten deutschen Städten, wo die großen Player bei den Museen, wie sie bis 33 aktiv waren, die für die Moderne sich eingesetzt haben, sie verfügten über keine Häuser mehr. Die Kunsthochschulen waren zerstört, die gesamte Infrastruktur einer Stadt war zerstört. Und das war eben natürlich eine vollkommen andere Situation, denn alle wesentlichen Gebäude, bis auf natürlich das administrative Zentrum des Rathauses zum Beispiel, was zerstört war, aber das Museum war intakt, die Burg Giebichenstein war intakt, das Theater ist relativ bald wieder spielfähig gemacht worden, wurde wieder eröffnet. Das heißt, hier konnte es nach der, was Sie ja genannt haben, quasi nach den Befehlen der SMAD, nachdem Entnazifizierung, Entmilitarisierung durchgeführt wurden, konnte das Kulturleben sofort wieder weitergehen. Und das ist wirklich eine, glaube ich, das können wir stolz und glücklich sein, dass das möglich war in dieser Stadt. Es gab zum Beispiel, auch das ist ja über unser Haus bislang immer selten drüber gesprochen worden, noch weniger auch drüber geschrieben worden. Also alleine, das hatten wir bei unserer großen Rekonstruktion der Sammlung 2019 schon mal deutlich gemacht, der ganze Ausstellungsbetrieb im Kunstmuseum ging bis 1945 durch. Das Museum war nie geschlossen, es hat keine Kriegsschäden erhalten. Es fanden natürlich leider unter Robert Scholz ab 1939 dann die Propaganda-Ausstellung, die Dauerausstellung und alles mögliche statt. Also das Programm hat sich natürlich geändert, aber es wurde nahezu bis an Ende der, also bis in 1945 dann Ausstellungsbetrieb gemacht und es ging nach 1945 in einer kurzen Unterbrechung für eben personelle Entnazifizierung, für die Entmilitarisierung der Bestände, die im Museum vorhanden waren, ging es im Frühjahr 1946 sofort wieder los. Und das ist wirklich eine beneidenswerte Situation, glaube ich, wenn man jetzt hier mit verschiedenen anderen Kollegen aus anderen Städten sitzen würde, was denen, glaube ich, nicht bewusst ist, dass diese Situation in Halle so war, ist das eine absolute, hervorragende, neue Ausgangssituation. Und im Herbst, letztendlich also im Wintersemester 1945, 1946, ging der Lehrbetrieb an der Hochschule wieder weiter. Im Museum, wie gesagt, ging es im Mai 1946 mit der ersten, was dann später die Landes- und Kunst- und die Bezirkskunstausstellung waren, also der Kunstausstellung der Provinz Sachsen, die wir ja noch waren im Jahr 1946, ging der Ausstellungsbetrieb wieder los. Der einzige Unterschied, wo es noch keinen so richtigen Neuanfang nach 1945 im Museum, also wenn ich jetzt wirklich für die museale Ebene spreche, der noch nicht sofort vollzogen werden konnte, war die personelle Ebene.
Das war, soweit ich es jetzt auch über die Recherchen festgestellt habe, mitbekommen habe, natürlich ein grundlegendes Problem, auch nicht nur in Halle, sondern grundsätzlich natürlich neues, unbelastetes Personal zu finden. Und in Halle war erstmal die wesentliche tonangebende Person Erich Neuss, also als Stadtarchivar, der allerdings auch umstritten war, ob man ihn wieder im städtischen öffentlichen Dienst anstellen kann, aufgrund seiner quasi Parteimitgliedschaft und seines, soweit ich es recherchiert habe, eigentlich jetzt aus, ich sag mal, weitestgehend unbelasteten Verhaltens im Dritten Reich, aber er war Mitglied und wie das alles überprüft war, war er immer mal wieder angestellt und nicht angestellt, hatte einen Privatvertrag mit der Stadtverwaltung, aber er war erstmal ab 1945 die Person, die die Leitung des Stadtarchivs hatte, die Leitung der Bibliothek, die Leitung des Heimatmuseums und dann eben auch noch im Personalmuseum die Leitung des Kunstmuseums in Moritzburg. Es gab verschiedene Bewerber. Es war zum einen Erich Neuss, der sich beworben hatte. Es war Edwin Rexlob, Erich Rexlob. Und es war Hermann Göhren, auch eine sehr, sehr wichtige Figur für die Nachkriegszeit, die sich auf diesen Posten Burg-Giebichenstein und dann eben immer automatisch Moritzburg mit dran beworben haben. Am Ende ist quasi dann Rezlo für die Burg-Giebichenstein eingesetzt worden und für ein knappes Jahr war er dann auch in Personalunion Leiter der Moritzburg gewesen, hat aber dann kaum Spuren hinterlassen. Und Erich Neuss hat dann immer wieder übernommen. Also es war quasi so eine relative Inkontinuität oder Diskontinuität auf personeller Ebene, bis dann Gerhard Hinter. Aber da kommen wir nochmal, weil ich habe es nicht so rein, wir kommen ja eigentlich von den Galerien gerade, also in Berlin, beziehungsweise Sie haben das sehr schön gesagt, also mit diesem Amerika-Haus oder mit Maison de France, genau. Aber in Halle gab es ja auch Galerien, auch über den Nationalsozialismus hinweg, die gab es auch, aber es hat sich auch hier was Neues etabliert. Ja, eigentlich ehrlich gesagt eher durch Zufall. Zwar Ausgangspunkt für den Zufall unserer, ja, kann man schon sagen, Entdeckung, war das, ich muss selber überlegen, ich glaube, es war in der Corona-Zeit, 2019, 2020, war an mich herangetragen worden, es gibt da eine Dame in Wiesbaden, die hat einen Teil des Nachlasses aus der Familie und das hat was mit einer Galerie in Halle zu tun. Und zwar erstmal hieß es immer nur eine Galerie Rüge. Alle fingen an zu recherchieren, die es hier so in Halle auf diesem Feld gibt. Beziehungsweise erstmal war bei allen große Fragezeichen. Galerie Rüge, wie gehört, wer ist das? Dann stellten wir fest, zur ersten Spuren, ja, da hat es eine sogenannte kleine Galerie in der Ulrichskirche gegeben. Aber selbst die einschlägigen Kunsthistorikerinnen, die es so für die hallische Kunstgeschichte gibt, hatten von dieser Galerie noch nie etwas gehört. Und Corona hat das Ganze dann ein bisschen verzögert, nachdem dann Corona zu Ende konnte ich dann das erste Mal die Dame, also das ist quasi die Enkelin des Gründers dieser Galerie, besuchen, schaute mir die Werke an, ein fantastischer Bestand und noch ein Bruchteil dessen, was ursprünglich mal in der Familie war. Und wir kamen ins Gespräch, sie hat mir Dokumente gegeben und als Matthias bei dieser Ausstellung überlegt hat, war das mittlerweile alles so weit gediehen, also das, was quasi bei der Enkelin heute ist heute bei uns als Dauerleihgabe im Museum. Wir sind gerade dabei, so Schritt für Schritt den Bestand auch dauerhaft für alle zu sichern, werden erste kleine Marge in diesem Jahr auch ankaufen. Und dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren und stellte fest, dass es natürlich liegt so nah auf der Zunge, aber so natürlich war es gar nicht. Die Frage war, gab es diese Galerie wirklich? Weil sie hat nirgendwo Spuren hinterlassen. Und ich habe sämtliche Zeitungsartikel die Jahrgänge durchgeschaut und letztendlich haben wir nur einen einzigen Artikel gefunden, wo diese Galerie einen Spur mal in der Zeitung, nämlich in der Freiheit hinterlassen hat. Es ist also die Galerie Rüger, die Herbert Rüger, war sein Vater, kommt aus Dresden und Dresden ausgebombt, hat aber schon in den 30er Jahren begonnen, eine Filiale, also er hat in Dresden quasi über die Familie seiner Frau ein Luxusmarengeschäft übernommen. Schirmproduktion war so das genuine Geschäft Profil dieses Geschäfts und hat dann quasi ein zweites Filiale in Halle aufgebaut. Und nachdem in Dresden die Familie ausgebombt war, beziehungsweise das Geschäft, der Firmensitz zerstört war, siedeln sie komplett nach Halle über. Und in der Leipziger Straße 98, deswegen heißt die Galerie dann später Kleine Galerie in der Ulrichskirche, das ist quasi, wenn man am Brunnen ist, wirklich die zweite Hausnummer rechter Hand. Dort
Herbert Röhl, weil sie alle haben den gleichen Namen hatten, je nachdem, was war der Rufname. Also Herbert Röhlers Vater hat dort seinen sogenannten Schirmheinzel, so hieß das Geschäft, also FB Heinzel war das Geschäft, was er übernommen hat in Halle. Und dort in diesen Räumen fängt er dann 1947 auch mit Ausstellungsbetrieb an. Und da kommt, glaube ich, mal was ganz Wesentliches dazu, dass natürlich man nicht einfach mal gesagt hat, jetzt habt ihr einen Laden oder ein Geschäft, eine Örtlichkeit und zeigt da mal Kunst. Denn das alles musste ja auch überprüft und genehmigt und autorisiert werden. Und das war dann der quasi Gedanke, worüber ich wenigstens ein bisschen was an Archivmaterial und Akten finden konnte, dass die Galerie wirklich existierte. Wie gesagt, ein kleiner, kurze Zeitungsnotiz, aber in den ministeriellen Unterlagen, wo man also Ausstellungsprogramme anmelden musste, wo Werklisten eingereicht werden mussten, wo überhaupt ein Galeriebetrieb erstmal angemeldet werden musste. Darüber konnte ich wenigstens noch ein paar Hinweise finden, dass es diese Galerie wirklich gab. Also sie hat im Mai, genau, Pfingsten 1947 eröffnet und bislang in der wenigen Literatur, wenig ist noch übertrieben, die es dazu gibt, heißt es immer die Treppengalerie, weil so reportagehaft überliefert war, dass man offen oder dass dort offenbar nur in einem Treppenhaus ausgestellt wurde. Über Briefe und über die Anmeldungen von Herbert Röhler kann ich jetzt sagen, es war weitaus mehr als nur das Treppenhaus. Es war für die Eröffnungspräsentation Pfingsten 1947 die komplette Geschäftsebene, also ich nehme mal an, das Erdgeschoss in der Leipziger Straße, das Treppenhaus, jawohl, und dann das gleiche wie auch in anderen Fällen bekannt, in die privaten Wohnräume im Obergeschoss. Und jetzt halten Sie sich fest, die Listen, die Gott sei Dank dann auch noch auffindbar waren, also für eine Präsentation habe ich eine komplette Werkliste. Wenn ich alleine das Kunsthandwerk rausrechne und nur die Werkliste der bildenden Kunst addiere, hat er damals über 300 Objekte präsentiert, zuzüglich der gesamten angewandten Kunst, also Gobelins Kunsthandwerk, da hat er nur aufgelistet, welche Künstler vertreten sind. Also man muss sich wahrscheinlich vorstellen, dass in dieser Eröffnungspräsentation im Sommer 1947 zwischen 400 und 500 Objekte in diesem Haus zu sehen waren. Und ihr guckt jetzt schon so, ihr habt eine Vorstellung, was das wirklich heißt. Also das muss, und das ist eben noch zeitgleich, also Eduard Henning hat ja Anfang Mai eröffnet, in Sichtweite kann man fast sagen, also ja noch am heutigen Hansaring, am Landgericht dort in der Ecke, und Herbert Röhler quasi, wenn man heute bei Google Maps guckt, 200 Meter mal entfernt. Also in diesem Monat Mai, das war, wenn man so will, der Aufbruch, und Krise geht dann auch gleich los, der Aufbruch für das Galeriewesen in Halle gewesen. Aber mit ganz unterschiedlichen Profilen. Ja, das ist, also ich finde, ich höre sie jetzt nicht zum ersten Mal, ich habe das ja auch im Katalog irgendwie nachlesen können, auch was da ausgestellt wurde. Das waren nicht irgendwelche Sondersmaler aus der Nachbarschaft, sondern das waren richtig gute Namen. Und die Vorstellung, dass sowas verschütt gehen kann, ne, das ist ja keine 100 Jahre her, das ist so unglaublich und es ist zugleich beglückend, dass es dann doch wieder auftaucht, ne? Und seine Geschichte anfängt zu erzählen. Ne? Das ist wirklich berührend. Ne? Ja, vielleicht kurz noch zur Ergänzung, dadurch, dass man sie nicht kennt, was war eigentlich zu sehen gewesen? Ich habe es jetzt so vorausgesetzt. Also natürlich, nee, wir sagen wieder natürlich, ist aber, wenn ich jetzt die museale Perspektive wieder einbinde, nicht natürlich. Er hat sich für die hallische Szene interessiert. Also die Künstlerinnen und Künstler, die an der Papierchenstein lehrten, aber auch gerade entweder abgeschlossen hatten oder teilweise auch in der Ausbildung waren, denen hat er ein Podium gegeben. Also wirklich die aktuelle zeitgenössische Kunst, die in der Stadt produziert wurde. Er hat Halle, also die traditionelle Kunst, also Erwin Haas, Grodel, sie sind alle mit vertreten gewesen, mit früheren, also mit älteren Werken natürlich. Er hat dem mitteldeutschen Raum ein Podium gegeben. Dresden, Leipzig war mit vertreten. Dresden hatte er natürlich relativ gute Kontakte, weil er von dort kam. Und Berlin. Er hat den Blick nach Berlin schweifen lassen. Was mir immer noch ein Rätsel ist, weil er war ja wirklich in allererster Linie Unternehmer gewesen und hat seinen Luxuswaren, Schirmwaren, Handel mit Bernstein und Edelstein, das steht alles im Firmenprofil, in den Firmenunterlagen. Wann hat dieser Mann noch die Zeit gehabt, all diese auch neuen Kontakte zu knüpfen? Wenn man sich dann wiederum vor Augen führt, wie war das gesamte Verkehrsnetz, wie hat man Post überhaupt transportiert, wie lange dauerte das alles und binnen zwei Jahren eine solche Galerie aufzubauen und dann so viele Objekte auch zu managen. Da würde ich nämlich auch noch mal so ein bisschen dazwischenhaken. Sie haben ja
ihre Promotion im Grunde genommen zu Alexander Camaro natürlich geschrieben und kennen vielleicht auch dann gerade seine Kontakte in dieser frühen Zeit eben zu diesen Galerien. Also ist er ein Typ gewesen, der selber an die Galerien herangetreten ist, oder aber haben die Galerien sich bei ihm erkundigt? Das wäre meine Frage. Wie kam Gerd Rosen auf die Kamera? Genau. Das ist natürlich sehr schwer im Detail noch nachzuvollziehen. Ich glaube auch, jetzt Punkt, wie hat Kommunikation funktioniert, wenn man so Briefe liest aus dieser Zeit, da wird wirklich vom Hölzchen auf Stein, also die kleinsten Dinge übermittelt. Mhm. Ne? Da und da hat der ist wieder zurück und ich fahre am Mittwoch da und dahin und da kommt ein Laster an, da kann noch einer mitfahren und so. Also das war ein unglaublicher Austausch, der auch sehr zweckgerichtet irgendwie war, also neben den Neuigkeiten, die man eben sich so erzählt hat. Wie Camaro nach Halle kam, war das die Frage? Nee, zu Gerd Rosen. Ne? Also sowieso sozusagen zu den Galerien oder ob die Galerien zu Camaro kamen, ist ja auch. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es sozusagen, dass er die Chance haben musste, irgendwann also den ersten Kontakt zu finden. Denn was ja auch so ein Phänomen ist, dass es offenbar unter diesen Galeristen, wir sprechen jetzt mal von Berlin, das weiß ich von ihm, dass da gar nicht so ein großes Konkurrenzverhältnis war, sondern dass Künstler in verschiedenen, nicht wie heute, ja, heute beanspruchen Galerien sozusagen, das ist mein Künstler und dann gibt es noch vielleicht eine in Deutschland und noch eine in New York, aber da kommt man sich dann nicht ins Gehege oder so, aber offenbar war das so ein bisschen offener, das System. Also es war durchaus möglich, in verschiedenen Galerien auch im selben Jahr auszustellen. Und ich würde sagen, im Falle von Camaro war ausschlaggebend, dass er erstmal einen Fuß in die Tür bekommen hat. Und das war die Galerie Gerd Rosen, die auf einen Kontakt, also einen persönlichen Kontakt zu Heinz Tröges auf jeden Fall zurückzuführen ist. Der wesentlich jüngere Tröges hatte eben die Chance zu reisen. Also man durfte auch irgendwie nicht ungehindert reisen durch das ehemalige Reichsgebiet. Aber Tröges hatte Genehmigungen und hat jegliche Kontakte, glaube ich, die er kannte oder die ihm auch zugetragen wurden, genutzt und hat Menschen überall aufgesucht, Galeristen, Künstler oder auch Menschen, die eben Künstlern geholfen haben, ihr Werk irgendwie zu sichern. Und da ist kommst du zu einem Treffen in Quedlinburg, soweit ich das verstanden habe, beziehungsweise irgendwo im nördlichen Harzvorland, wo sich einige Künstler versteckt haben. Und da ist Tröges eben bei dem Sammler Hermann Klub irgendwann aufgeschlagen und darüber muss dieser Erstkontakt zu Rosen, zur Galerie Gerd Rosen, die Tröges dann ja später auch, oder die er dann ja auch geleitet hat, zustande gekommen sein. Und ich glaube, dann war das irgendwie eine Lawine. Aber Rüger, da hätte ich noch mal eine Frage dazu, und zwar, gibt es denn auch Verkaufslisten? Sie bedeutet, oder anders, also mir wurde momentan nicht bekannt, ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt irgendwie, sagen wir mal, nachweisen würde, dass es diese Galerie wirklich gab, weil sie wirklich nicht aktenkundig oder habhaft, ihre nicht habhaft werden mit den Akten. Also im Moment habe ich nur diese eine große, umfangreiche Liste, die erstmal, was ich vorhin sagte, diese 400-500 Objekte am Ende dokumentiert. In der Familie, darauf sind dann wieder angewiesen, was wird einem gesagt. Und ich sage mal, es sind etwas kompliziertere Familienverhältnisse. Da ist nicht alles ganz friedlich, das so oft in Familien ist, ist soweit nichts mehr vorhanden an irgendwelchen Archivarien. Das heißt, ich hatte ja noch angefangen, quasi so ein Sternensystem quasi in Künstlernachlässen in anderen Archiven zu suchen. Dabei habe ich da auch ein paar Korrespondenzen finden können. Aber im Prinzip könnte man sagen, wäre das ein eigenes Forschungsprojekt, was man jetzt weitermachen müsste. Da könnte man bestimmt noch was finden, an wen er verkauft hat. Es gibt über den Kuschinski-Nachlass in Berlin in der Staatszentralbibliothek, wissen wir halt, dass er. Ich schaue mir jetzt nur, weiß nicht, oder wenn ich mich jetzt mal selber auf die falsche Fahrt geführt habe, wer war Kuschinski. Ich glaube, in der sowjetischen Besatzungszone einen Bereich der Kulturverwaltung ziemlich hoch angesehen. Sie können mir jetzt auch nicht nachhelfen.
Ja, diese Kuschinski-Familie, Jürgen Kuschinski, ich nehme an, das ist jemand aus diesem Kreis, ne? Und da wissen wir, dass er dahin zum Beispiel Kölnitz verkauft hat, aber direkte Verkaufslisten und Preise und so weiter, das ist alles nicht vorhanden. Das findet man ganz relativ selten bei Nachlässen im, aus diesem Jahr. Die haben sich ja auch alle nicht als historische Persönlichkeiten begriffen, muss man sagen. Das ist auch im Laufe der Jahre manchmal überlebt was. Ich habe so eine Art Nachlass von einer Galerie Schüler sehen können. Das ist sehr interessant. Aber da merkt man, da sind halt bestimmte Aktenordner, die sind im Laufe der Zeit nach dem Motto, wir brauchen Platz dafür. Haben sie dann irgendwie Schriftverkehr bestimmter Jahre, A bis K ist da und E bis Z ist dann irgendwie mal entsorgt worden. Ne? Und dazu vielleicht wieder schon mal vorwegzunehmen oder zu sagen, also die Galerie selber existiert auch nicht sehr lange. Wir haben den schönen Umstand, dass wenigstens in der von jetzt zwei Gästebücher erhalten sind. Die beiden sind ja oben auch ausgestellt, also sogenanntes Kleine und das Große. Das Große ist das Offizielle, was also wahrscheinlich in der Galerie auslag, wo sich jeder eingetragen hat, der irgendwann an einem Tag kam. Und wir haben das Kleine Gästebuch, was eher so, ich würde sagen, wahrscheinlich so einen privaten Charakter hatte, wo sich die Künstler nahezu ausschließlich eingetragen haben, auch mit schönen Zeichnungen. Und in dem großen Gästebuch kann ich jetzt quasi nur davon ausgehen, dass er nicht schlagartig im Januar oder Februar 52, aber wir wissen, das war die letzte, 51, die letzte Ausstellung, die dort stattgefunden hat, Anfang 51 war, dann dröselt das so ein bisschen aus, im Februar, März. Und in der Familie ist die Überlieferung, es soll einen verheerenden Zeitungsartikel gegeben haben über eine Präsentation in der Galerie Rüger, die für mittlerweile dann den Sohn, für Heinz Rüger, quasi das Maß oder das Fass zum Überlaufen gebracht hat, hat er aufgehört, Ausstellungen zu machen. Das konnte ich sozusagen nicht belegen. Ich konnte in keiner der einschlägigen Zeitungen für 1920, ich habe mehrere, also 50, 52, alles durchgeschaut, nirgendwo taucht diese Galerie auf. Kann ich im Moment erstmal nur so quasi reportageartig weitergeben. Wir wissen nicht, was da passiert ist, 51. Jedenfalls bricht dann wahrscheinlich, wenn man den Gästebuch glaubt, das Ausstellungsgeschehen ab. Die Familie bleibt noch hier, hat noch eine zweite, so eine kleine Dependance dieses Galeriebetriebs in Sachsen, in der Nähe von Bad Schandau. Das ist so ein kleiner Stadtteil vor Ort von Bad Schandau, Ostrau. Dort hatten sie so eine Art kleine Holzhütte im Wald. Es gibt Fußkappen davon, sieht ganz abenteuerlich aus. Und da gab es auch die kleine Galerie am Feigenstein in Ostrau. Die muss offenbar noch bis Anfang der 60er Jahre existiert haben, weil ich aus den späten 50er Jahren Dokumente gefunden habe. Und 61 im Februar verlässt die Familie die DDR, also rechtzeitig noch vom 13. August, und geht in die Bundesrepublik. Und auch das spielt natürlich eine Rolle. Man weiß nicht, was vielleicht in diesem Zusammenhang verloren gegangen ist. Sie haben das, also die Tochter, die Enkelin haben mir das so geschildert, wie das alles ablief. Die haben natürlich andere Prioritäten, als jetzt irgendwelche Verkaufsunterlagen von der Galerie mitzunehmen. Also ich befürchte, dass sich da wahrscheinlich nichts mehr finden lassen wird. Also die Galerie für Halle, muss man sagen, war 51 zu Ende schon wieder. Das ist eigentlich der Moment, wo wir sagen müssen, erzählen Sie weiter von der Galerie Rüger, damit irgendwann irgendwer sagt, ich habe hier noch einen Karton in meinem Keller. Ja, genau. Und noch Materialien liefern. Was ja zur Zeit des Nationalsozialismus teilweise auch sehr gut dokumentiert ist bei Neugründung, dass die Galeristen erstmal zeigen mussten, was sie vorhaben. Mhm. Und dann erstmal eine Liste erstellen, sozusagen die Künstler. Und das frage ich mich gerade, ist ja eine ähnliche Situation. Also man möchte eigentlich das Ganze lenken. Es ist sowieso jeder letztlich gezwungen, sich registrieren zu lassen und sich Genehmigungen zu holen. Und in so einem Zusammenhang wäre es ja gar nicht unwahrscheinlich, dass es dann auch genau das war mein Ansatz. Also es muss doch irgendetwas zu finden sein, eben weil es muss dann alles vorgelegt, autorisiert, genehmigt werden. Und für die Galerie, das, was wir für die Galerie Henning kennen, was ja auch überliefert ist an Dokumenten, also wirklich, dass quasi es offiziell angemeldet werden musste, dass entsprechend Profil, Programm kommuniziert werden musste, gibt es für die Galerie Rüger nicht. Meine Auflösung oder meine These, warum es das für die Galerie Rüger nicht gibt, ist, dass sein, also er über eine Wirtschaftsprüfung, über quasi den Steuerprüfbericht von 50 auf 51,
weiß ich, dass da fand die Übertragung des Unternehmens vom Vater auf den Sohn statt und es wird quasi den Geschäftsbetrieb beschrieben und es wird offiziell dieses Geschäft, und ich unterstelle mir jetzt mal schon auch früher in den späten 40er Jahren, als Kunsthandel geführt. Offenbar hat er, also war er mit Kunstgewerbe, mit Luxuswaren, mit allem, was also dazu gehört, sowieso, das war sein Geschäftsfeld, unterstellt man, dass er den Galeriebetrieb oder den Handel mit der Kunst nicht einmal separat beantragen musste, sondern nur die Ausstellung. Das konnte ich ja dann auch finden, während es ja für die Galerie Henning was anderes ist, da ist ja direkt der Antrag gestellt und dann gab es ja auch die Auflage, was die schöne Verbindung mit dem Wohnungsbau herstellt, es braucht halt einen künstlerischen Leiter. Diese Auflage zum Beispiel gibt es für die Galerie Müller nicht. Also Herr Müller hat das alles persönlich gemanagt. Auf die Moritzburg würde ich nämlich jetzt nochmal zurückkommen. Und zwar, Gerhard Händler, dann machen wir mal zurück. Genau. Also ab 1947 wird Gerhard Händler ja der Museumsdirektor dort und er beginnt letztendlich dann fürs Museum, das Museum neu aufzubauen und wie da sozusagen, wie er da vorgeht. Vielleicht könnt ihr. Das ist eine fantastische Geschichte, weil da ist dann unser Archiv auch immer wieder besser, als wir selber denken. Es ist, muss ich dazu sagen, auch nicht alles erhalten bei unserem eigenen Archiv, beziehungsweise Teil des Werbungs, Teil des Stadtarchivs, Teil des Landesarchivs. Es ist also etwas mühsam, dann so ein Gesamtbild sich zusammenzustellen. Aber wir haben dann doch relativ viel für die Ära Händler und die Ära Händler dauert letztendlich etwas mehr als ein Jahr noch, dann ist sie zwangsweise schon wieder beendet. Für Händler haben wir dann doch relativ viel, also er fängt oder ich muss noch ein, zwei Tage vorher gehen, ich hatte es ja schon gesagt, im Mai 1947 ist er ja zunächst als künstlerischer Leiter in der Galerie Henning eingestellt und berufen, fing dort aber vertraglich, glaube ich, im März war es, ne, schon an, braucht ja auch einen gewissen Vorlauf, und plant quasi das Ausstellungsprogramm für das Jahr 1947. Und schon im September 1947 war wieder schon klar, dass er die Galerie Henning verlassen wird, weil, glaube ich, schon auch im September hatten wir ja gefunden, den Vertrag schon mit Richard Horn, der dann sein Nachfolger als künstlerischer Leiter wird. Das heißt, Händler wusste, und das belegen auch die ganzen Personalunterlagen, ab September sorgte man sich quasi um einen neuen Direktor in Moskau, der dann hauptamtlich und dann auch wirklich als ausgebildeter Kunsthistoriker die Museumsgeschichte weiterführt. Und er fängt am 3. November 1947 an, also vor 75 Jahren, nicht ganz, aber fast auf den Tag genau, also wir sind schon einen Monat drüber. Und vier oder drei Tage später, nee, ich glaube am nächsten Tag war es schon, am 4. November, am nächsten Tag fängt er an, alle Galerien, die heute Abend schon genannt wurden, anzuschreiben, alle Kunsthandlungen. Also jeder, der weitestgehend in Berlin und ein paar noch im Rheinland-Bereich, informiert er darüber, dass er jetzt Direktor geworden ist, dass er eine neue Sammlung aufbauen will und dass er um Unterstützung bittet. Nur so ein kleines A6-Kärtchen, das er an alle dann schickt. Und es sind Gott sei Dank auch ein paar der Antworten überliefert, dass eben, ich glaube, Franz hatte geantwortet, Schüler hatte geantwortet, dass sie schicken ihm dann auch Kataloge oder Werbematerialien zu und dass sie ihn quasi unterstützen wollen. Also ich war überrascht, in der Intensität hatte ich mich mit der Zeit noch nicht beschäftigt, aber wie schnell dann doch die Kommunikation auch war. Also binnen weniger Tage gingen die Briefe und die Antworten hin und her. Das hat offenbar alles sehr, sehr gut funktioniert. Und er fängt also an, sofort alle Relevanten, wo er neue Kunst bekommen kann, zu informieren. Er informiert auch Museumskollegen. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, wo kommt das Geld her? Das ist was, was mich auch wahnsinnig fasziniert hat, beziehungsweise das ganze Netzwerk, was letztendlich eine Rolle spielt. Es ist ja selten eine einzige Person, die plötzlich aufploppt und das Ganze regelt oder arrangiert. Er traf hier in Halle ein, er lebte hier in Halle, er hatte seinen familiären Background hier in Halle gehabt. Und es gibt einen Künstler, der nach dem Krieg in Halle gestrandet ist, der eigentlich aus Nürnberg kommt, Werner Meyer-Günther, der in Halle über seine erste Ehefrau dann, als er aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, hierher kam, schon 1945 gleich ins Ministerium, also in die neu etablierte Landesregierung kam und als Referent im Volksbildungsministerium arbeitete, der auch in Halle, wie gesagt, lebte und der zum Beispiel als Mittelsmann im Ministerium zuständig war für das ganze Galeriegeschehen. Er war also derjenige, der alle Ausstellungen, Abnahmen bzw. die Kommunikation auch in Berlin mit der SMAD, mit der deutschen Zentralverwaltung führte
Und am Ende war er derjenige, der jeweils die Autorisierung erteilt hat. Und dadurch, dass er ja auch im Ministerium arbeitete, war er natürlich im ganzen Verwaltungsverfahren und es ging für das Jahr 48 um die Aufstellung des Haushaltes. Und er hat es durchgeboxt, dass ein eigener Titel im Haushalt des Landes für 1948 eingestellt war mit 600.000 Mark. Das ist also nicht Händlersverdienst, das muss man wirklich diesem bislang kaum genannten Werner Münter hoch anrechnen, Werner Meyer Münter, dass er also ein Budget zur Verfügung gestellt hat. Händler kommt also und wusste schon, es gibt ein Budget. Werner Meyer Münter wollte eigentlich 2 Millionen eingestellt haben, hat dann nur in Anführungszeichen 600.000 Mark bekommen. Und das vor dem Hintergrund, dass natürlich auch im Land, also Magdeburg zum Beispiel, Magdeburg war ja enorm zerstört. Also eigentlich hatten die Leute ganz andere Probleme und Schwierigkeiten. Und Meyer Günther sagt, nee, wir machen das jetzt. So, also es ist Wahnsinn eigentlich. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, wir haben ja, das haben Sie auch in Ihrem Text ja schon geschrieben im Katalog, auch da wieder eine fantastische Ausgangssituation im heutigen und damaligen Sachsen-Anhalt, dass wir eben eine liberal regierte Regierung hatten. Also mit Hitler hatten wir einen Ministerpräsidenten, der eben nicht aus dem sozialistischen oder kommunistischen Lager kam. Das war mir dann auch aufgefallen bei den ganzen Recherchen, was quasi dieses Netzwerk um Gerhard Hitler betrifft, was eben 48, 49 dann auch sofort wieder weg ist. Also diejenigen, die dieses Land 1945 im Sommer begonnen haben, neu aufzubauen, sind natürlich größtenteils alte SPD-Mitglieder oder KPD-Mitglieder, die aber eine unwahrscheinliche, auch von der Generation her, Kulturaffinität mitbringen und dieses Land kulturell wieder aufbauen wollten. Und man war sich einig in dieser sozial-liberalen, demokratischen Regierung, dass man quasi in Kultur und Bildung investiert. Deswegen war es gelungen, und ich habe so die These, weil ich hatte Zeitungsartikel gefunden, wo man quasi die Schäden der Monatsburg, also durch Verluste und durch Zerstörung beziffert. Und in der einen Meldung hieß es 60.000, dann gibt es ein oder zwei Tage später eine Korrektur in der Zeitung. Wir haben uns gehört, was es fehlte, eine Null, es waren 600.000. Ich vermute mal, das ist die argumentative Grundlage für die 600.000, um neu kaufen zu können. Und ein Grund, und das sind auch die Lebenserinnerungen von Ernst Havel, der damals Volksbildungsminister war, belegt, ein Grund, warum auch die Landesregierung in Halle saß, war eben, was ich vorhin sagte, die intakte oder die vorhandene Infrastruktur. Also man hat Halle als Landeshauptstadt entsprechend aufgebaut und mit Mitteln aus der Landesregierung, obwohl es ja ein kommunales Museum war, diesen Aufbau dieser neuen Sammlung ermöglicht. Das heißt, Händler kommt eben im November 1947 als Museum, findet ein Museum vor, das erstmal keinen eigeninitiierten Ausstellungsbetrieb durchführte. Das ist auch ganz wichtig, eigentlich die allererste vom Museum selbst durchgeführte kunsthistorische Ausstellung ist die Wiedereröffnung des Museums als Sammlungsmuseum. Von 46 Mai an bis Oktober 48 finden ausschließlich fremd initiierte, verwaltete, kuratierte Ausstellungen statt. Also Jahr für Jahr die, was dann später die Landesausstellungen waren, oder es sind Ausstellungen, die vom Volksbildungsamt der Stadt initiiert wurden oder vom Volksbildungsministerium in Halle, also von der Landesregierung. Aber das Museum selber hat erstmal 2 Jahre lang keine eigene Ausstellung gemacht, was Händler sehr bewogte, auch weil er wollte natürlich mit dem Museum arbeiten. Aber es war ein Museum, was bekannt war für ein Museum der Moderne. Und Moderne war fast nicht mehr da. Das war eben die Aufgabe, die er sich selber gestellt hat. Zum einen das Verlorene wieder zu erwerben, aber auch die 12 oder mittlerweile waren es ja 14 Jahre bis 47, die quasi überhaupt nicht dokumentiert waren bis dahin, also auch diese zeitgenössische moderne Kunst zu sammeln. Und das ist ihm in diesem Netzwerk und mit diesem fantastischen Budget, was er hatte, gelungen. Und auch das darf man nicht vergessen, er wirbt die ersten Werke im Dezember 47 und die letzten für die Eröffnung dann im Oktober, im September. Also es sind gerade mal 10 Monate, in denen er das aufbaut, wofür wir bis heute kompensieren. Ingo, du wolltest... Ja, ich möchte irgendwie einen Aspekt einwerfen, wo ich eher das Licht auch auf eine Sache wirft, wo ich selber auch so ein bisschen ratlos bin für die erste Nachkriegszeit. Preise und Wertigkeiten von Kunst. 600.000 Mark in einer Situation, wo der Großteil des Alltags über den Schwarzmarkt abgewickelt wird, ist es viel, ist es wenig? Es wird schon Betrag gewesen sein, den man nicht aus der Küchenschublade geholt hat, aber schwer zu sagen. Und es ist überliefert von den Berliner Galerien, dass der Verkauf von Kunst
in den allerersten Jahren, also einfach war es nicht, aber richtig schwer und sehr gewissenhaft wurde es unmittelbar nach der Währungsreform, als es Geld gab, das einen Wert hatte, ne? Womit man wirklich was hat kaufen können. Ne? Das war vorher so nicht gegeben. Also man ist teilweise erstaunt, wenn man die Ankaufspreise sieht, auch für Halle. Das ist ja teilweise dokumentiert, dieses oder jenes Bild. 8000 Mark oder so. Donnerwetter. Aber ich glaube, man muss es vor dem Hintergrund sehen, dass das eine absolute Schwarzmarktwirtschaft war. Und das war nicht nur in Berlin so, das ist auch im Rheinland so überliefert gewesen, das ist in Bayern so gewesen, das wird hier nicht anders gewesen sein. Also deshalb, dass diese Beträge sind mit Bedacht zu sehen. Und ich glaube, 600.000 Mark sind 1946 was anderes als schon 1947 und 1948. Also das ist, da gibt es auch meines Wissens wenig zu, wie diese Preise für Kunst zu verstehen sind. Ne? Eine Summe in Europreise zu finden, was muss man sich darunter vorstellen, ist für diese Zeit nahezu unmöglich. Ganz, ganz schwierig, ja. Und es ist einfach, die wirklich wichtigen Dinge, das war Naturalientausch, muss man wirklich sagen. Und man weiß das teilweise so, Berichte von Händlern, also Grafik von renommierten Leuten, wie billig sowas, also eine neue Grafik gegen einen Suppentopf, ne? So ungefähr. Ne? Und im Zweifel hatte der Suppentopf aus der Situation heraus einen höheren Wert. Ne? Ja, so muss man es sehen. Ne? Also ein bisschen ist es überliefert, glücklicherweise in unseren Unterlagen, weil natürlich auch der Ost, aus der SPZ-Perspektive noch hinzukommt, dass das ja allmählich begann. Das zeichnet die ganze Währungsreformsituation und der Landeshaushalt der Landesregierung Sachsen-Anhalt 1948 war schon kein normaler Landeshaushalt mehr von Anfang an, sondern er war in Quartalshaushalte unterteilt und es wurde quasi das Jahr durch vier geteilt und immer nur ein Viertel wurde jeweils für ein Quartal vorgesehen. In der Regel, kenne ich alles auch aus dem Gegenwart, aus anderen Gründen, aber kam mir viel sehr bekannt vor, in der Regel dann gegen Ende des Quartals wurden die Gelder überhaupt erst zur Ausgabe freigegeben. Das an die Wand zu schreiben und ne, also bürgerliche Verfallenskunst und dem so ein Label zu geben. Diese Übernahme müsste man sich auch nochmal angucken, ja? Weil das ist irgendwie sehr normal, wie es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, dass es normal geworden ist, einfach Porträts mitzuzeigen, was eigentlich aber auch aus dieser Zeit stammt, was in der Documenta ja auch nochmal aufgegriffen wurde. Ne? Schaut her, so sehen die aus, die das malen. Mhm. Ne? Diese Verbindung, das finde ich auch so einen ganz interessanten Aspekt, nochmal sich die Präsentation anzusehen. Also das zieht sich ja dann auch fort, also nachdem Händler dann geht, kommt ja dann letztendlich Hans Kahns aus Hamburg als wieder neu herbeigerufener Direktor, der dann anfängt, ein wenig mehr das umzusetzen, was die Kulturpolitik fordert. Die Eröffnung dieser neuen, überarbeiteten Sammlungspräsentation von Kahns ist dann im Juni 1950 und die kriegt auch sofort ein Label, zwar nicht quasi in der Einladung, da steht das noch nicht, da steht 500 Jahre Kunstschaffen, aber wenn man dann in die Moritzburg reinkam, wenn man ins Obergeschoss im Talamt ging, dann stand groß an der ersten Wand, auf die man zulief, Kunst als Spiegel der Zeit. Und da steckt natürlich genau diese kulturpolitische Vorgabe drin. Das war auch im Rahmen dieses ersten Zwei-Jahres-Plans für 1949-50 die Vorgabe. In den Museen mussten gegenwarts- oder gesellschaftsbezogene Räume, Abschnitte eingerichtet werden, direkt Vorgaben. Selbst wenn es nur kleine Museen waren, die Hälfte der Fläche musste sich auf solche Gegenwartsthemen beziehen. Und das ist eben das, was Kahns dann beginnt. Was auch dazu kommt, dass eben nicht nur solche Schlagzeilen kommen, sondern es kommen Erklärtexte, was für uns heute aus anderen Kontexten selbstverständlich ist, dass ein Raum einen Saaltext oder sowas bekommt, aber das waren natürlich politisch aufgeladene Texte und jeder Raum, also es war eine chronologische, was Kahns eingerichtet hat, Präsentation vom Mittelalter bis in die damalige Gegenwart und jeder Abschnitt, jede Epoche wurde mit einem Text, Raumtext versehen, der musste im Ministerium wieder vorgelegt werden, genehmigt werden. Und wenn man das liest, ist natürlich eine ganz eindeutige, auch zielgerichtete Argumentation drin, quasi der Verfall, der immer weiter zu Beginn des 20. Jahrhunderts zugenommen hat,
Und jetzt, nach 1945, sind wir quasi in den neuen Zeiten und wir machen es jetzt besser. Und das hat Kahnz aber auch wieder nicht richtig genug gemacht, jetzt mal so salopp formuliert, sodass er dann aus Berlin von der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten, also der Vorläufereinrichtung vom Kulturministerium, die Vorgabe kriegt und der entzieht er sich wiederum, indem er wieder zurück nach Hamburg geht. Er sollte, und da sind konkrete Namen aufgenannt, genannt, also die Expressionisten Heckel, Feininger und so weiter, sie sollten alle ins Depot gebracht werden. Das setzt dann wiederum Erich Neuss, weil als Kahnz weg war, musste wieder erstmal Erich Neuss herhalten und war wieder interimsweise da. Er bestätigt dann in einem Brief, der ist auch erhalten nach Berlin, haben wir alles magaziniert, ist nicht mehr ausgestellt. Und dann geht das quasi genau in diese Richtung weiter. Also ich hätte einen Frosch im Hals. Für mich klingt das Ganze so ein bisschen, gerade das Netzwerk, das ist eine sehr spannende Geschichte und leuchtet eigentlich auch ein, so wie Sie das dargestellt haben. Aber trotzdem dann so auch von Schlag, diese Wechsel von 1948 auf 1949. Wir kennen ja dann später den großen Exodus, der dann immer stückweise weitergeht. Aber hier scheint ja doch irgendwie so ein auslösender Moment dahinter zu stehen, wo dann plötzlich alle sagen, wir packen jetzt die Koffer. Ist das so oder ist das jetzt einfach nur für mich so wahrgenommen worden? Das sind ja, in der Regel, also sind ja alles keine ganz freiwilligen Weggänge oder Austausche, gibt es das als Plural? Also klar, Händler ergreift die Flucht oder was weiß ich, er entzieht sich der Umsetzung der Anordnung. Er schreibt dann auch in seiner Kündigung, dass er quasi nicht bereit ist, über ein gewisses Maß über sein, vor seinem Gewissen Verantwortbares hinausgehen zu können. Deswegen geht er halt. Was ich aber meinte mit diesem Austausch, dass im Prinzip alle Akteure im politischen Raum oder im Rahmen der Landesverwaltung, die werden regelrecht ausgetauscht. Also Werner Meyer-Günther hatte vorher schon gekündigt, er war relativ gesundheitlich auch angegriffen, er war schon seit Sommer 1948 im Krankenhaus immer wieder gewesen, kündigt dann aus gesundheitlichen Gründen, das hat also nichts mit der politischen Ebene zu tun, aber Ernst Tate zieht die Konsequenzen als Volkskundigminister, setzt sich noch im gleichen Jahr, Ende November 1948, nach West-Berlin ab, kehrt auch von einer Reise nicht wieder zurück. Und dann die unteren Chargen, also heute würde man sagen Abteilungsleiter, Referatsleiter und Referent, die sind alle richtig von politischer Wegweisung quasi ausgetauscht worden. Zum Teil wurden sie auf die Parteischule geschickt, die ja, glaube ich, damals noch ein kleiner Ort war, die SED-Parteihochschule oder Parteischule. Zum Teil sind sie woanders hin versetzt worden und die neuen Personen, die dann nachrücken in diese ganzen Positionen, sind dann wirklich absolut linientreue Stalinisten gewesen. Und natürlich auf der Künstlerebene setzt dann ein Jahr später, 50, 51, Beknispel und ja, kennen wir ja alles. Ich wollte sagen, das setzt sich fort, ne? Ja. Und am Institut für Kunstgeschichte auch. Ja. Genau. Worringer geht 50 und ist der Name des zweiten Kunsthistorikers entfallen, der sich auch hervorgetan hat durch positives Mitwirken in den Galerien, dass er da irgendwie Ausstellungen, Texte dazu geschrieben hat zur modernen Kunst, der... Das ist Görn. Geht auch. Nee, ich bin ein zweiter Kunsthistoriker, der zweite Lehrstuhl. Ach, Kunsthistoriker, richtig, an der Universität? Ja, das ist mir entfallen. Also es ist ja, sagen wir so, wie, man hat ja, was diese bildende Kunst angeht, hat man ja so einen glücklichen Dreiklang. Ne? Moritzburg, Institut für Kunstgeschichte, und dann eben Moritzburg, Giebichenstein und das Institut für Kunstgeschichte, wo irgendwie günstige personelle Konstellationen irgendwie eingebettet in dieses Umfeld einer liberal-demokratischen und eben nicht SED-Landesregierung, wo das irgendwie zusammenwirkt. Ne? Und das löst sich dann auf. Ganz schnell. So innerhalb von... Ja, 3 Jahren, würde ich sagen. Ne? Der, so dieser Weggang der Künstler, das ist so um 1950, so und an anderer Stelle eben ab 48. Ne? Und das ist einfach vor dem Hintergrund der politischen Umstände, wenn man sich das jetzt auch in Deutschland, die innerdeutschen Beziehungen betrachtet, naja, Berlin-Blockade, Gründung zweier deutscher Staaten,
die sich einfach voneinander irgendwie immer weiter distanzieren und in den ersten Jahren sehr schnell voneinander distanzieren, nimmt das eigentlich auch nicht wunder, ne? Dass der Kunstbetrieb da irgendwie der großen Politik folgt in diesen Jahren. Ne? Wobei man ja sagen muss, das ist ja wiederum das, was ich dann als Zugereister in Halle immer so faszinierend finde, wirklich mit auch welcher, wie soll ich sagen, Beharrlichkeit und mit welchem Widerstand, ohne das jetzt quasi zu sehr dramatisieren zu wollen, man an den einzelnen Orten ja versucht, immer wieder auch gegen dieses immer radikaler werdende System anzuhalten. Also was Funkert bis Ende der 50er Jahre geschafft hat, irgendwie immer wieder, sagen wir mal, schützend die Hand über den Betrieb an der Hochschule zu halten. Oder was eben dann letztendlich auch die Direktoren, auch wenn man wirklich sagen kann, mit jedem neuen Direktor, nachdem der Vorgänger gerade gegangen ist, setzt natürlich eine stärkere Politisierung des Ausstellungsgeschehens ein. Aber wenn man sich das im Detail anguckt, versuchen sie alle, also zumindest Kahns als erster Nachfolger nach Händler und nach Händler kommt dann Otto-Heinz Werner. Sie versuchen trotz allem irgendwie immer noch, ich sag mal, also jetzt nicht den platten sozialistischen Realismus zu etablieren und zu installieren, sondern mit Zugeständnissen quasi die Tradition des Museums oder an der Hochschule des Lehrbetriebs fortzuführen. Und man kann wirklich zuschauen, wie das von Jahr zu Jahr in den 50er Jahren, bis dann unser Museum komplett umgewandelt wurde oder die Hochschule dann 58 in Hochschule für industrielle Formgestaltung umgenannt wird, wie das also wirklich Schritt für Schritt immer weiter zunimmt und einzelne Akteure nach und nach entweder kaputt gespielt werden oder eben selbst die Konsequenz ergreifen und gehen. Man muss das einfach persönlich auch aushalten, diesen Druck. Und wenn man einfach sieht, man steht da auf verlorenen Posten, dann hat man ja eigentlich auch nur die Chance zu gehen. So sehe ich es. Also ich finde das irgendwie nachvollziehbar, dass man einfach an einem bestimmten Punkt kommt, wo man sagt so... Bis hierhin und nicht weiter. Ja, genau. Und meines Wissens so diese Sondersituation dieser liberal-demokratischen Landesregierung, das endet ja meines Wissens auch kurz nach Gründung der DDR. Der Ministerpräsident, Erhard Hübner, legt dann, glaube ich, offiziell aus gesundheitlichen Gründen, gut, war auch nicht mehr der allerjüngste, aber der legt ja sein Amt nieder. Vorbei ist es. Ne? Eben nachdem quasi für die Kultur als Volksbundesminister Tabe im Westen geblieben war oder in West-Berlin sich abgesetzt hat, ist dann im Oktober 1949 als Ministerpräsident Hübner der Letzte, der hinwirft. Ich interpretiere jetzt auch so, die gesundheitlichen Gründe waren ja die offizielle Lesart. Und dann setzt eben auch auf Verwaltungs- und auf politischer Ebene auch dort der komplette Austausch ein. Also es sind wirklich diese 3-4 Jahre, 48, andersweise noch 49, wo man wirklich von diesem hoffnungsvollen und von diesem Aufbruch reden kann und dann kippt das. Ja, kann man denn sagen, dass das hauptsächlich im musealen Bereich so ein starker Druck war? Also wenn Sie sagen, wurde regelrecht kaputt gespielt, weil in der Galerieszene, also ich habe mich eher mit den späteren Generationen beschäftigt, ist es ja schon ein bisschen lockerer gewesen. Also man konnte sich so ein bisschen durchwurscheln und hat so seine Wege gefunden, doch sein Programm zu zeigen, sodass ich eher sagen würde, also, oder fragen möchte, war das so, weil die Galerien halt doch ein bisschen freier waren und das Museum doch eher von der Politik gelenkt war? Ja, ich persönlich glaube auch, klar, dass gab Leute und Institutionen, die standen stärker im Feuer als andere. Also weil natürlich stand Karl Hofer jetzt auf Künstlerebene stärker als Direktor der Hochschule für Bildende Künste in Berlin, der stand stärker im Feuer als ein Alexander Camaro, der dann eher doch in der zweiten Reihe war. Und in der Galerie hatte man sicherlich andere Möglichkeiten als in einem Museum, wo man wirklich das, was man macht, wirklich im vollen Lichte der Öffentlichkeit steht. Und in den Galerien fand auch manches, weiß man ja auch irgendwie aus NS-Zeiten, fand manches auch so hinterm Vorhang statt, sagen wir es mal so, vor ausgewähltem Publikum. Klar, aber trotzdem Druck
haben irgendwie alle bekommen, ne? Mehr oder weniger. Und jeder hat da irgendwie andere Widerstandskräfte. Ne? Wobei, ich meine, was ein wirklich tragisch berührender Fall ist, ist dieser Eduard Heng mit seiner Galerie in Halle, der das wirklich lange Jahre aufrecht erhält. Eine Sache, die es eigentlich in der DDR nicht geben durfte, muss man ja sagen. Dass da ein nach freien Stücken arbeitender Unternehmer nur ausgerechnet Kunst macht, das passte eigentlich schon zu Beginn der 50er Jahre überhaupt nicht ins Konzept. Aber der hat sich irgendwie mit einer gewissen Schleue und Tricksereien und einem gewissen Widerstandsgeist hat er sich da durchgewurschtelt, aber am Ende hat er den Freiblut gewählt, ne? Weil dann alle Netzwerke um ihn herum, das brach alles weg, die deutsche Teilung war da, also rein physisch war auch keinerlei Austausch, Weggehen mehr möglich. Wir wissen nicht, was da im Einzelnen vorgefallen ist, aber der hat sich dann offenbar leider in so eine Sackgasse begeben. Ne? Das ist schon hart. Wobei auch das ja wirklich auch ein Prozess ist, der sich quasi über einen langen Zeitraum entwickelt hat. Auch nochmal zur Frage. Ich würde sagen, auch wenn man sich eben anschaut, was Eduard Heng alles erlebt und erlitten hat in dem Umsetzen wollen von bestimmten Projekten, jedes Projekt, was quasi nachweisbar ist über Kataloge oder über stattgefundene Ausstellungen, ist ja quasi nur das, was angedacht worden, es sind ja auch Projekte verboten worden. Also insofern die Reglementierung des Ausstellungsgeschehens in den Galerien war natürlich genauso. Also alles stand erstmal gerade in diesen frühen Jahren, über die wir jetzt gesprochen haben, unter einer wahnsinnigen Beobachtung. Wie gesagt, alles musste ja zunächst auch immer beantragt werden. Und da sind nicht alle Projekte, ich erinnere mich, ich glaube, Chagall oder Matisse wollte er schon in den späten 40er Jahren ausstellen, ist verboten worden, war absolut nicht durchsetzbar. Und wenn man sich dann eben anschaut, deswegen glaube ich, es war wirklich eine, mit Stefan Zweig gesprochen, quasi eine Sternstunde dieses Jahr 48 hier in Halle. Ich glaube, das Zeitfenster war wirklich auch nur in diesem Jahr 48 hier und das hat Gott sei Dank funktioniert. Denn letztendlich, wenn man dann nach Berlin schaut, wo ja zur gleichen Zeit Ludwig Hüsti auch eine sammlerische Aufbauleistung durchführt, letztendlich auch bei den genannten Galerien erwirbt, Werke, eine neue moderne Sammlung zusammenträgt und er sieht, was passiert in Halle. Also im Jahr 49, was ich gerade beschrieben habe, und als dann 50 war die Eröffnung, ne? Nationalgalerie, 50 im Sommer. Mhm. Als dann im Sommer, noch im Juni war es glaube ich 1950, die Nationalgalerie, also erstmal nur das Untergeschoss, alte Nationalgalerie, soweit kriegsbedingt wieder hergerichtet war, dass man dort Ausstellungen machen kann, endet oder setzt er ganz bewusst den Schlusspunkt seiner ersten Präsentation 1900. Weil er gesehen hat, was passiert hier in Halle und an anderen Orten, diese ganze Formalismusdiskussion und die Werke, die da waren, also auch er hätte eigentlich weitergehen können, das stellt er nicht aus, weil er sich diesen ganzen Vorwürfen und Diskussionen, die dann gekommen wären, erstmal entzieht. Und die Eröffnung dann dieser Galerie des 20. Jahrhunderts ist ja dann erst viel später passiert. Also insofern war, glaube ich, kann man fast auch sagen, im Positiven wie im Negativen, das, was hier in Halle passiert, ist eine Art Präzedenzfall. Im Positiven, dass es überhaupt möglich geworden ist, aber mit den Reaktionen seitens der Kulturpolitik ist es dann quasi der negative Präzedenzfall für andere Häuser, die sich dann sehr stark zurückgenommen haben, also wussten, was passiert. Darum mal kurz anschließend, diese Aufbruchszeit, war das nur, also weil wir jetzt ganz viel von Halle und Berlin reden, aber war das im anderen Raum der SBZ ähnlich, also dass halt wirklich Halle so eine, dass man gesehen hat, okay, in Halle, da ist gerade eine Aufbruchsstimmung, da schließen wir uns an, also ist es noch außerhalb von Berlin und Halle auch so gewesen? Es hat natürlich, das muss man schon gestehen, auch in den anderen Orten, also was weiß ich, Dresden oder Erfurt-Anger-Museum, die fangen auch an, also umgedreht muss ich sagen, die bemühen sich auch, neue Sammlungsbestände wieder aufzubauen, weil es natürlich alles diese Häuser sind, die unter der Aktion Entartete Kunst massiv gelitten haben. Also die modernen Bestände waren entweder nicht mehr da oder extrem reduziert. Was aber auch wiederum der Unterschied ist, so viel Geld wie hier in Halle, auch wenn es dann am Ende nicht so viel wahrscheinlich war, stand, soweit ich weiß, keinem anderen Ort zur Verfügung zunächst. Sodass in den ganzen anderen Städten, oder Chemnitz zum Beispiel, da kommt Schreiber Weigand wieder in sein Amt, der 33 entlassen wurde. Und diese neuen Werke, die man dort erwirbt, bewegen sich ganz oft wirklich in einem sehr bescheidenen Rahmen, sowohl quantitativ als auch
jetzt nicht Frau Köller als Leiterin der Grafik, ich will es nicht kleinreden, aber es sind dann doch nur Arbeiten auf Papier, hier mal ein Aquarell, da mal eine Druckgrafik, da mal eine Zeichnung. Aber das, was Händler gemacht hat, dass er wirklich auch eine neue Malereisammlung zusammengetragen hat, in dieser Dimension, in dieser Kürze der Zeit, glaube ich, ist wirklich eine absolute Singularität. Das setzt sich dann, oder das taucht in den anderen relevanten Städten erst später zeitversetzt auf. Oder? Ja, man sieht das ja auch in der Presseresonanz damals, ne, dass man auch irgendwie von Berlin aus sagte, da Donnerwetter, was da auf die Weide in den kleinen Halle, so eine Sache, das hat schon für Eindruck gesorgt. Naja, also ja, also vor allen Dingen für die SDZ im Westen ist es ja schon auch so, dass es dort, also wenn man an Köln beispielsweise denkt, ja, Sammlung Haubig, ja, die Sammlung, die geht dann eben, nicht Museum Ludwig, sondern ans dann Förderhauptgasmuseum, genau. Und die bildet natürlich wirklich einen absolut super Grundstock der Expressionismus-Sammlung, ja, also das hat man schon, auch Essen, also als wirklich eines der führenden Museen der Moderne bis 1933, auch die fangen natürlich an, auch ihre Bestände zurück zu kaufen, beziehungsweise da anzusetzen und an den Expressionismus letztendlich anzuknüpfen. Also das versuchen natürlich schon auch im Westen die jeweiligen Institutionen, und sie haben vielleicht auch ein bisschen mehr Glück, weil ich denke, da natürlich auch ein bisschen mehr Geld dahinter steckt. Also auch aus den jeweiligen Landesregierungen dann, dass da auch vor eben diesem Hintergrund beispielsweise in den amerikanischen oder französischen Zonen, also das Re-Education, ja, also dass da im Grunde genommen Kunst einfach auch einen anderen oder neuen oder einen wichtigen Stellenwert für die Demokratisierung der deutschen Gesellschaft spielte. Aber haben die zu einem frühen Zeitpunkt so einen geschlossenen Überblick zusammengebracht? Das Beachtliche war ja, dass das im Prinzip den Überblick ermöglicht hat über letztlich über ein Jahrhundert deutschen Kunstschaffens. Also das ist ja auch genau das, was in den Zeitungsartikeln immer hervorgehoben wird, dass es eben in Deutschland überzonal keinen anderen Ort im Jahr 1948 gab, wo in einem Kunstmuseum wieder eine geschlossene künstlerische Entwicklungslinie von, also Händler hat ja angefangen mit dem 19. Jahrhundert, also frühes 19. Jahrhundert, bis in das Jahr 1947 hinein. Klar ziehen dann Essen und Köln alle nach, aber dann sind wir ja eher in den 50er Jahren, späte 40er, frühe 50er Jahre, weil ja dazu kommt, sie mussten ja erstmal ihre Gebäude wieder herrichten. Das ist ja das, was ich anfangs sagte. Man hat eben die komplett erhaltene Infrastruktur, man hat Gelder, man hat die richtigen Personen, die da sind, die handeln, sodass das, glaube ich, wirklich absolut ein Einzelfall ist, dass schon im Jahr 48 sowas zu sehen war. Und das schreiben ja auch alle. Ich glaube, da können wir in Halle oder müssen wir noch viel stolzer drauf sein, beziehungsweise sie überhaupt erstmal kommunizieren. Und dessen, glaube ich, ist sich in Halle so gut wie kaum jemand in dieser Tragweite bewusst, was das für eine Leistung war damals.